Liebe Studierende, liebe Kolleginnen, liebe Interessierte, ich freue mich, bei den Coffee Lectures dabei sein zu können und heute Ihnen ein bisschen was zu erzählen über Kooperationsprojekte von Schule und örtlicher Bibliothek. Es ist vielleicht ein ungewöhnlicheres Thema, das jetzt von einem Didaktiker zu hören, der sagt, bitte auch nochmal andere Kooperationspartner betrachten als nur die üblichen Verdächtigen, die man sonst so hat. Aber ich kann Ihnen sagen, im Laufe meiner Karriere bin ich immer wieder mit der örtlichen Bibliothek in Kontakt gekommen, habe da tolle Kooperationen gemacht, habe auch spannende Projekte durchgeführt. Und ich glaube, die Bibliothek vor Ort ist einer der am meisten unterschätzten und doch wertvollsten Kooperationspartner, die man sich wünschen kann als Lehrer oder eben als Lehrerin. Und deshalb wollte ich Ihnen kurz ein bisschen was darüber erzählen. Wir haben 8 Minuten, wurde mir gesagt, also kommen wir direkt und legen los. Denn das Schöne und Spannende an der Bibliothek ist, dass sie andere Strukturen hat als Schule, dass sie auch in anderen Logiken denkt als Schule. Und wenn wir dann überlegen, wir als Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen manchmal Input. Und wir haben hier Leute, die sind wirklich den ganzen Tag damit befasst, Literatur zu finden, den Markt zu sondieren und zu schauen, was gibt es denn für tolle Dinge da draußen, die auch für Schülerinnen und Schüler interessant sind, weil das natürlich eine ihrer Hauptzielgruppen ist. Und da kann man ganz wertvolle Impulse bekommen. Und hier ist eine Kooperation etwas, was sich immer anbietet. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, Bibliotheken denken in anderen Logiken als Schule. Wir haben unsere klaren Lehrpläne, wir haben ein sehr enges Raster. Da sind die Bibliotheken freier. Das merke ich auch, wenn ich Medienfortbildung gebe. Während bei Lehrerinnen und Lehrern ganz oft die Lampe angeht mit der Frage, was können wir wie und das im Unterricht integrieren, wie können wir irgendwelche Lernziele erreichen, sind die Bibliotheken häufig offener, auch gedanklich offener. Und das macht das Arbeiten mit ihnen sehr, sehr spannend, weil sie eher fragen, was bringt es den Kindern? Und nicht so sehr, was bringt es den Kindern und können wir das irgendwo in einem Lehrplan verorten? Dementsprechend kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen, wenn Sie irgendwo Ihre Stelle antreten, haben Sie schnell Kontakt zur Bibliothek, holen Sie die Leute ins Boot. Denn sie können sehr viel lernen, aber auch die profitieren sehr von dem, was sie dann mitbringen können. Es soll ja heute ein bisschen darum gehen, was man denn machen kann. Und ich beginne mit mir und einem Projekt, was ich gemacht habe, nämlich den Leseräumen Oberstenfeld. Das ist ein Kooperationsprojekt, das gefördert wurde von der Initiative Kultur macht stark. Und es war ein Leseprojekt für Kinder mit und ohne Fluchterfahrung. Projekt mit 3 Partnern, die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, vertreten durch mich, die Bücherei Oberstenfeld und den Freundeskreis Asyl Oberstenfeld, in dem ich auch sehr aktiv war in der Zeit, als ich noch in Ludwigsburg lehrte und nicht in Freiburg. Und da ist es so, dass wir gedacht haben, wir müssen irgendwie die Kinder in die Bibliothek bekommen, aber wir müssen auch Kinder zusammenbringen mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Lebenswelten. Und mit dieser Idee bin ich in der Bibliothek vorstellig geworden, habe Susanna, die Bibliothekarin, getroffen und wir haben gebrainstormt, wir haben uns Dinge ausgedacht und sehr schnell stand dieses Projekt. Die Idee, wir treffen uns samstagmorgens mit allen Kindern in der Bibliothek, machen eine kurze Warm-up-Runde, dann suchen sich alle Bücher aus, die sie spannend finden und dann gehen wir zu besonderen Orten bei uns am Ort und lesen dort. Beispielsweise waren wir auf einem Bauernhof, wo die Kinder im Stroh saßen und gelesen haben. Wir waren in so einem kleinen Heimatmuseum, wir waren auf der Burg und wir waren auch an Orten, zu denen man sonst nicht kommt. Im Büro des Bürgermeisters und im Sitzungssaal. Wir waren auch in der Krypta der Stiftskirche. 1000 Jahre alt, da kommt niemand rein. Aber wir haben da gelesen. Und die Kinder haben Fußspuren hinterlassen. Das war die andere Idee. Sie haben nämlich medial dokumentiert, was sie gemacht haben. Und diese mediale Dokumentation kann man auch auf der Homepage nachsehen, deshalb, die ist jetzt da eingeblendet. Gehen Sie einfach drauf, dafür habe ich jetzt keine Zeit, Ihnen das alles zu zeigen, aber Sie finden da tolle Videos, Sie finden tolle Ideen, was wir da gemacht haben und wie das aussah. Und das war ein ganz berührendes Projekt, denn nachdem wir dann fertig waren an diesen Orten, fertig gelesen hatten, sind wir dann nochmal zusammen zurück in die Bibliothek beziehungsweise in einen Gemeinschaftsraum unten in der Bibliothek, haben noch zusammen Mittag gegessen und das war ein total vernetzendes, erfüllendes, leseförderliches, lernvolles und gleichzeitig irgendwie auch ästhetisch anspruchsvolles und wunderbares Projekt für alle. Und wir hatten einfach großen Spaß, sowohl die Kinder als auch die zahlreichen Erwachsenen, die mit dran beteiligt waren. Und das wäre ohne die Bibliothek überhaupt nicht möglich gewesen.
Und man sah aber auch, da sind Freundschaften entstanden zwischen den Kindern. Wir haben es geschafft, auf der einen Seite die Kinder mit Fluchterfahrung ein bisschen besser im Ort ankommen zu lassen, aber ihnen auch so eine gewisse Konstante zu geben. Die Kinder, die schon am Ort waren, haben auch tolle Sachen erlebt. Es war einfach ein großes, tolles Projekt. Wie war das möglich? All sowas klingt jetzt erstmal nicht nach sonderlich viel Aufwand, aber doch, wir brauchten einen Medienpädagogen, der mit den Kindern diese Videogeschichten machte. Der muss bezahlt werden, der muss Miete zahlen. Also viele haben einfach eine Leidenschaft dafür, Rechnungen zu bezahlen und wollen nicht verhungern. Deshalb, man braucht manchmal für solche Projekte Geld. Unser Mittelgeber war Kulturmacht Stark, die übrigens dann auch das Mittagessen bezahlt haben, die uns geholfen haben, den Ehrenamtlichen im Projekt eine kleine Ehrenamtspauschale zu bezahlen, was wirklich nicht viel Geld ist, aber was eine nette Anerkennung ist. Wir hatten Übersetzer mit dabei, die bei Kindern, die noch gar kein Deutsch sprachen, was aber sich schnell gegessen hat, übersetzen konnten und so weiter und so weiter. All das waren so knappe, für das Projekt brauchten wir, glaube ich, 12.000 Euro. Und die haben wir gemeinsam beim BMBF beantragt, beziehungsweise bei der Initiative Kultur macht stark, in der man eben für genau solche Bündnisse von verschiedenen Partnern Gelder akquirieren kann. Das ist ein relativ unbürokratisches Verfahren. Also, wenn man sonst Forschungsförderung kennt, ansonsten, wenn man das nicht kennt, ist es ein Wust. Und auch die Finanzabrechnung und sowas muss halt den üblichen Geflogenheiten entsprechen. Also, es ist nicht ganz ohne. Aber dafür, dass man 12.000 Euro für coole Projekte bekommt, ist es schon echt gut. Und da ist die Kommunikation sehr, sehr konstruktiv. Es werden Nachfragen gestellt, dann bessert man nochmal nach. Es ist kein, sie senken den Daumen oder sie heben den Daumen, sondern es ist ein einfaches Miteinander besprechen, was denn gute Projekte sein können. Und hier gibt es nicht nur vom Bibliothekenverband eine Ausschreibung, bei der immer gerne Projekte genommen sind, sondern es gibt sie eben auch vom Computerspielverband oder Zirkus, was, schauen Sie da mal rein, das ist ganz spannend. Und bei all diesen Dingen ist aber immer die Bibliothek ein total guter Ansprechpartner. Weil zum einen haben die oftmals Lust auf sowas, sie haben gute Ideen, sie haben oftmals auch viel mehr Erfahrung, als es an Schulen der Fall ist. Man könnte ja denken, die Lehrerinnen und Lehrer an so einer Schule sind super ausgebildet und die haben all das und sie haben diese Erfahrung und sie haben die Technik und so weiter und so weiter. Oftmals haben da wirklich die Bibliothekarinnen, meistens sind es welche mit einem Innen hinten am Namen, nein, also die Bibliothekarinnen, seltener Bibliothekare, gute Ideen, haben schon viel Erfahrung und können sich sehr gut einbringen. Also das ist wirklich etwas, was ich Ihnen ans Herz legen kann. Auch diese Förderlinie kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Und alles Weitere müssen Sie jetzt gucken. Wenn Sie gute Ideen haben, schauen Sie mal auf die Seite. Wenn Sie in der Schule sind, gehen Sie zu Ihrer Bibliothek und besprechen Sie das. Und jetzt sind wir schon am Ende angekommen, weil 8 Minuten sind verdammt kurz. Aber ich hoffe, Ihnen ein paar Ideen gegeben zu haben. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, schauen Sie mal auf die Seite lesop.janbüllmann.de. Das ist die Projektseite. Und ansonsten Kultur macht stark, können Sie googeln. Und ich freue mich auf Rückfragen und Anmerkungen. In diesem Sinne, tschüss.